Hallo Leute und Bewohner in Walheim. Heute zeige ich euch, was ich so in Walheim gemacht habe. Es ging diesmal darum, Wildschweine zu zähmen. Und am Ende kam heraus, dass ich dann insgesamt 6 Stück hatte. Ja, die sind zwar noch nicht gezähmt, aber so langsam wird es. Ja, und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Zuerst habe ich den Boden so bearbeitet, wie ich es mir vorgestellt habe. Nicht zu flach, aber auch nicht zu steil. Dann habe ich genug Holz gesammelt, und um anschließend dann die Zäune zu setzen. Um Wildschweine zu zähmen, reicht dieser Zaun völlig aus. Ich habe dann einfach den Zaun so aneinander gesetzt, wie ich es mir gewünscht hatte, und habe darauf dann geachtet, dass ich 2 Gehege habe, also sprich 2 Türen. Einmal hinten eins und einmal vorne, quasi so eine Art Vorraum. Das hat den einfachen Grund, dann hat man es nachher einfacher, wenn man die Wildschweine da reinlockt, weil dann können die nicht mehr abhauen, weil eine Tür immer zu ist. Jetzt, wo alles fertig war, brauchte ich nur noch die Wildschweine. Ein Glück waren die auch ganz in der Nähe, so hatte ich es nicht weit, um rüber zu laufen, und habe die auf mich aufmerksam gemacht. Die rennen ja einen zum Glück schnell hinterher, weil die ja aggressiv sind. Ja, und dann habe ich die auf diese Art und Weise in mein Gehege gelockt. Und das ging eigentlich ganz gut mit dieser Methode. Ich konnte mich dann in den Stall reinstellen und habe gewartet, bis die Wildschweine mir hinterhergelaufen sind. Das ging so ganz gut, denn sobald die drin waren, konnte ich einfach die Tür zumachen und sie waren gefangen. Damit die jetzt Vertrauen zu einem aufbauen und so auch gezähmt werden, muss man diese noch füttern. Also habe ich mich oben hingestellt und einfach denen eine Himbeere hingeworfen. Sobald sie diese fressen, steigen so helle Herzchen auf. Das bedeutet, dass die Zuneigung aufbauen und die Zahmheit steigt. Ja, und irgendwann sind sie dann ganz zahm und werden auch nicht mehr aggressiv. Bis dahin solltet ihr immer gucken, dass der Zaun immer repariert bleibt. Also einfach mit dem Hammer dann reparieren, das reicht völlig aus. Ich wollte noch mehr Wildschweine haben, also bin ich einfach was herumgelaufen und habe auch welche gefunden und die mit derselben Methode hingedockt. Und schon stellte sich auch heraus, wie gut eigentlich dieses System ist mit den 2 Stirn. Jetzt kann ich eine Tür öffnen, ohne dass die Gefahr ist, dass die anderen Wildschweine mir dann abhauen. Denn so kann ich einfach die eine Tür erst dann öffnen, wenn die andere geschlossen ist, und so hauen sie mir definitiv nicht ab. Und ich habe immer wieder eins nach dem anderen, was ich dann in das Gehege locken kann. Und so kam es, dass ich dann 6 Wildschweine hatte, die nach und nach zahm werden. Ja, und wenn sie zahm sind, bekommen sie auch Nachwuchs. Dann habe ich noch mehr, das freut mich dann. Ja, das war ungefähr eine halbe Stunde Spielspaß, ein bisschen mehr. Ja, und es lohnt sich und es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich danke euch damit fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.